Letzte Woche Donnerstag gab es ein Gipfeltreffen zwischen Politik und Luftfahrt. Toll, das war ein Thema, das hat es da sogar bis in die Tagesschau geschafft. Aber so wirklich viel ist von diesem, ja, Luftfahrt-Gipfeltreffen leider nicht nach außen durchgedrungen, außer dass das Jahr 2019 durchaus genauso stressig werden könnte wie schon das Jahr 2018. Das sind also schon mal grandiose Aussichten. Dabei war es doch die ganze Zeit, so hieß es zumindest, Ziel Nummer 1 jetzt für das Jahr 2019, für den Sommer 2019, weil das im Sommer 2018 eben alles so schief gelaufen ist, jetzt wieder eine passagierfreundliche, stabile Operation auf die Beine zu stellen. Ja, und was bei diesem besonderen, vielversprechenden Gipfeltreffen jetzt alles so besprochen wurde, was da Thema war und was der aktuelle Stand ist für den Sommer 2019, auch in Bezug auf die Fluggesellschaften hierzulande, das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, tut mir leid, dass das heute wieder alles ein bisschen später geworden ist. Aber ihr seht, ich bin schon wieder im Hotel. Jetzt die dritte und letzte Woche hier in Frankfurt. Nächste Woche läuft das dann vielleicht alles wieder ein bisschen pünktlicher. Aber ich hoffe trotzdem, dass das Thema noch einigermaßen aktuell und interessant für euch ist. Luftfahrtgipfel klingt ja eigentlich schon mal nach einer ziemlich spannenden Veranstaltung, ist aber dann wohl doch eher etwas politiklastig und vielmehr ein netter Plausch zwischen Minister und den Verantwortlichen der großen deutschen Fluggesellschaften und allen anderen, die so in der Luftfahrt was zu sagen haben. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Interessenausgleich als eine passagierorientierte Lösungsfindung. Aber damit lehnen wir uns schon wieder ganz schön weit aus dem Fenster. Ich meine, man unterhält sich immerhin und das tatsächlich auch schon zum zweiten Mal. Eingeladen hat das Bundesverkehrsministerium und getroffen hat man sich in Hamburg am Donnerstag. Zum zweiten Mal bedeutet, man hat das schon mal gemacht und zwar im Oktober 2018. Kurz nach dem Sommer, der für viele Passagiere ordentlich Wut und Enttäuschung bedeutete. Dazu nur mal ein kurzer kleiner Rückblick. Die Nummer 1 in Europa, die Lufthansa-Gruppe, musste bis Mitte Oktober ungefähr des vergangenen Jahres etwa 18.000 Flüge streichen. 18.000 Flüge sind konzernweit ausgefallen. Das sind etwa 60 Flüge im Schnitt jeden einzelnen Tag. Ist ungefähr so, als würde man den Frankfurter Flughafen mit all seinen Starts und Landungen direkt mal für etwas mehr als 2 Wochen komplett dicht machen. Das bedeutet, es gab eine riesige Menge an Passagieren, die nicht so an ihr Ziel gekommen sind, wie sie das eigentlich geplant und ja auch für sich gebucht hatten. Und dazu kamen ja noch jeden Tag haufenweise Verspätungen, die in dem Moment, wo sie sich auf über 3 Stunden summieren, zu einem echten Problem für die Fluggesellschaften werden. Diese sogenannten 3-Stunden-Delays geben den betroffenen Passagieren eine recht einfache Möglichkeit, sich ihr Geld für den außerplanmäßig verlaufenden Flug zurückzuholen, anteilig oder komplett oder mit etwas Glück sogar nochmal mit einem Extrascheinchen obendrauf. Also perfekt für so Leute wie uns, die gerne ins Flugzeug steigen. Da kriegt man dann im Idealfall sogar noch ein bisschen Geld dafür, dass man zu spät war. Und um diese wirklich grandiose Möglichkeit, ganz entspannt nach der Urlaubsreise vom heimischen Sofa aus, vom Laptop aus für sich nutzen zu können, dafür gibt es sogenannte Fluggastrechteportale im Internet. Seit dem letzten Jahr auch ein paar mehr davon und da reicht meist das simple Eingeben der Flugnummer aus, um sich errechnen zu lassen, wie viel Geld einem jetzt für den verspäteten oder ausgefallenen Flug zusteht. Nach eigenen Angaben kostete es die Lufthansa-Gruppe bis zum besagten Oktober 2018 ganze 250 Millionen Euro. 250 Millionen Euro, die man für Entschädigungszahlungen beiseite legen musste oder die man den Passagieren dann ja überweisen musste. Und mit diesen Beträgen ist man selbstverständlich einsame Spitze in der deutschen Luftfahrt, wer sollte es auch sonst sein, aber ihr könnt davon ausgehen, dass auch alle anderen hier beheimateten Fluggesellschaften, wenn es sie denn jetzt noch gibt, dass die auch einige Millionen immer jedes Jahr zur Seite legen müssen für diese Entschädigungszahlungen. Und das ist richtig viel Geld. Das ist natürlich schon ein Thema, seitdem es diese Regelung überhaupt gibt. Aber im letzten Jahr, wie eben bereits angedeutet, hat das nochmal ein ganz, ganz neues Level erreicht. Und durch diese ganzen Fluggastrechteportale, die einen ja quasi im Internet richtig anspringen, wenn man nur eine Flugnummer bei Google eingibt, dadurch wird es dem Passagier sehr, sehr einfach gemacht, hier an das Geld zu kommen, was ihm zusteht. Und versteht mich da bitte nicht falsch. Auf der einen Seite ist das natürlich eine wirklich gute Sache, dass man sich hier als Passagier recht einfach über das Thema informieren kann, sich recht einfach damit auseinandersetzen kann. Denn dieses Gesetz bzw. diese Regelung, die gibt es ja. Und bei entsprechenden Flügen steht einem dann nun mal dieses Geld zu. Und es ist schön, dass es Seiten gibt, die dafür sorgen, dass man sich als einfacher Passagier in Anführungszeichen eben nicht mit wahnsinnig viel Bürokratie rumschlagen muss, sondern ganz einfach die Flugnummer da reinhaut und weiß, was einem zusteht und was nicht. Auf der anderen Seite verleitet diese Regelung gewisse Passagiere natürlich auch dazu, eben aufgrund von Erfahrungswerten auf genau diese Flüge zu setzen, die so ein bisschen vorbelastet sind, was das Thema 3-Stunden-Delays angeht.
Und wenn man dann mit seinem 40-Euro-Ticket da um die Ecke kommt und dann der Erste ist, der mehrere hundert Euro Entschädigungszahlung haben möchte, da kann man sich schon drüber streiten. Tatsache ist aber, dass sich das mit den Fluggastrechteportalen in den letzten Monaten zu einem wahnsinnig guten, wahnsinnig großen Geschäft entwickelt hat. Dazu mal ein kurzer Einblick. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie so etwas ablaufen kann. Das erste ist so eine Art Inkasso-Variante. Da meldet sich der betroffene Passagier auf einer dieser Internetseiten an, welche ist dabei erstmal völlig egal, und gibt dort alle Informationen ein, die er hat, bekommt dann alle Informationen, die er dafür braucht. Und die Internetseite bzw. das Portal, was dahinter steckt, das meldet sich dann bei der Fluggesellschaft, boxt im Idealfall diesen Anspruch auf Entschädigung durch und dafür nehmen die sich dann ihre Provision und der Passagier bekommt das, was quasi dabei übrig bleibt. Gut, und die zweite Version, die sieht dann so aus, dass ihr euch mit eurer Flugnummer und so weiter, mit euren Informationen auf dieser Internetseite meldet, dann bekommt ihr sofort eine Entschädigungszahlung auf euer Konto, nachdem das kurz mal durchgecheckt wurde, und im Nachhinein meldet sich das Portal bei der Fluggesellschaft und boxt halt eben diesen Anspruch durch. Und im Idealfall gewinnen sie das, im schlechtesten Fall natürlich nicht, das ist das Risiko bei der ganzen Sache, aber es ist so natürlich völlig genial, oder? Einfacher geht es ja gar nicht für den Passagier. Der gibt da seine Sachen ein und dann läuft das schon alles von ganz alleine. Aber für diesen Service lässt er natürlich auch ein bisschen was von seinem Geld da. Die eben angesprochenen Provisionen, die liegt je nach Fluggastrechteportal irgendwo zwischen 20% und 30%. Wählt ihr die eben genannte zweite Variante, also wollt ihr euer Geld dann direkt haben, nachdem das einmal kurz durchgecheckt wurde, dann nehmen sich die Fluggastrechteportale teilweise sogar bis zu 40% der Entschädigungszahlung. Aber für so manchen Passagier, der vielleicht 50, 60 Euro für seinen Flug ausgegeben hat, für das Ticket ausgegeben hat, mit diesem Ticket dann aber über 1500 Kilometer verspätet zurückgelegt hat, naja, für den ist das doch eine geniale Sache. Da ist dann so eine Grenze, aber die ist ja schnell erreicht, diese 1500 Kilometer, und da bekommt man dann bis zu 400 Euro Entschädigungszahlung. Und spätestens jetzt versteht man, glaube ich, ganz gut, warum das so ein riesiges Thema für diese Fluggastrechteportale war oder ist und warum das auch ein riesiges, gutes Thema für die Passagiere ist. Warum das aber gleichzeitig ein richtig unangenehmes Thema für die Fluggesellschaften ist. Und warum erzähle ich euch das jetzt alles, wenn das Thema im letzten Jahr war? Ganz einfach, weil genau das auch in diesem Jahr wieder das Thema ist. Wenn es darum geht, dass Fluggesellschaften jetzt eine passagierfreundliche, stabile Operation aufbauen möchten, wieder aufbauen möchten, wieder erreichen möchten und damit dann ja Verspätungen und damit auch Stress für die Passagiere vermeiden möchten, dann könnte man das auch eigentlich zusammenfassen mit bestmöglichem Vermeiden von Flugausfällen und eben diesen sogenannten 3-Stunden-Delays, denn darum geht es eigentlich. Es hat sich so viel verändert in der europäischen und deutschen Luftfahrt in den letzten 2,5 bis 3 Jahren und jetzt geht es darum, in diesem Sommer das Ganze wieder zu wuppen und wenn es geht, besser als im letzten Sommer. Und da spielen dann selbstverständlich nicht nur die jeweiligen Fluggesellschaften eine große Rolle, sondern beispielsweise auch die Flugsicherung oder auch die Sicherheitskontrollen an den einzelnen Flughäfen. Darum muss man sich natürlich jetzt auch kümmern. Unter anderem saßen Verkehrsminister Scheuer aus genau diesem Grund deswegen nicht nur ein Vorstandsmitglied der Lufthansa oder andere Verantwortliche aus den Chefetagen anderer deutscher Airlines gegenüber an diesem besagten Donnerstag, sondern zum Beispiel auch der Chef der DFS, der Präsident des Bundesverbands der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Das sorgt auch für 3 Stunden Delays, bis man das mal alles ausgesprochen hat. Das ist ganz nebenbei übrigens ein und dieselbe Person. Dazu kam dann aber beispielsweise auch noch der Vorsitzende der Fraport AG. Also ihr merkt schon, da war wirklich jeder, der in der deutschen Luftfahrt Rang und Namen hat. Und das Ergebnis, das war dann wohl ziemlich ernüchternd. Die Fluggesellschaften auf der einen Seite, die haben in den letzten Monaten aber schon eine ganze Menge investiert. Beispielsweise die Lufthansa-Gruppe, die stellt jetzt nämlich, also konzernweit, gruppenweit, 37 Flugzeuge als Reserveflugzeuge zur Seite. 37 Stück, so groß sind manche Fluggesellschaften nicht mal. Das darf man sich jetzt übrigens auf gar keinen Fall so vorstellen, als hätte man sich innerhalb der Lufthansa-Gruppe jetzt 37 Flugzeuge einfach mal ausgesucht und würde die jetzt auf irgendeinem Flughafen parken, sondern man hat diese Maschinen kapazitätsmäßig in der Planung quasi von Anfang an erstmal rausgelassen, sodass man im Idealfall immer Kapazitäten in der Hinterhand hat und sehr viel flexibler Flugzeuge hin und her schieben kann. Und dann hat man natürlich auch alle Besatzungen oder die Anzahl der Besatzungen, die auf Bereitschaft sind, das hat man aufgestockt und man hat, um ein bisschen Spannung aus den Plänen rauszunehmen, die Turnaround-Zeiten etwas verlängert. Und ähnliches wurde auch bei Condor oder bei TuiFly gemacht. Auch diese beiden Fluggesellschaften haben natürlich eine ganze Menge Geld und auch Zeit investiert, um jetzt in diesem Sommer möglichst alle Passagiere pünktlich und sicher ans Ziel zu bringen. Auf diese Maßnahmen sind die aber natürlich nicht erst am letzten Donnerstag beim Gespräch mit Verkehrsminister Scheuer gekommen, sondern das läuft alles schon, oder dieser Prozess, der läuft natürlich schon seit dem letzten Sommer.
Auf der anderen Seite gibt es dann die Flugsicherung, die DFS hierzulande, und die sucht immer noch wahnsinnig viele Lotsen. Die brauchen wahnsinnig viele gute neue Leute, die haben Kapazitätsengpässe. Und bis man da jetzt irgendwann mal gegen angekommen ist, das braucht natürlich alles seine Zeit. Genauso ist es auch mit den Sicherheitskontrollen an den jeweiligen Flughäfen. Das läuft noch alles nicht so effizient und so produktiv und schnell, wie es wohl eigentlich sein könnte. Gut, alles in allem hat man da jetzt 24 Maßnahmen ausgearbeitet, die man, wenn man sie noch nicht angegangen ist, jetzt in Zukunft angehen wird. Und unter diesen 24 Maßnahmen findet man tatsächlich überraschend viel zum Thema Flugsicherung. Teilweise sollen jetzt, zumindest für die Zeit des Engpasses, Flüge aus dem oberen Luftraum in den unteren geschickt werden, um Kapazitäten für die Zeit des Engpasses besser zu verteilen und dann eben die Kapazitäten, die man jetzt hat, besser zu nutzen. Der Flugverkehr über Deutschland soll so gut es geht standardisiert werden. Die Flugzeuge sollen dann tatsächlich auch das abfliegen, was vorher in den Flugplänen drin stand, ohne irgendwelche Abkürzungen, die dann eventuell dafür sorgen könnten, dass es in anderen, späteren Sektoren wiederum zu Engpässen kommen könnte. Alles in allem, um ein paar abschließende Worte zu diesem Thema zu sagen, man versucht, alles Mögliche zu beobachten, dann zu analysieren und es jetzt einfach für den Sommer 2019 besser zu machen, effektiver zu machen und einfach produktiver zu sein. Das klingt auf der einen Seite schon mal sehr gut, auf der anderen Seite aber auch echt ein bisschen nach Notlösung. Also wer weiß, ob das funktionieren wird, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Und so könnte tatsächlich der Sommer 2019 ähnlich stressig werden wie der Sommer 2018. Aber wir hoffen mal, dass die Fluggesellschaften und alles, was mit der deutschen Luftfahrt zu tun hat, das einigermaßen auf die Kette kriegt. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Eventuell habt ihr das schon gesehen. Unter den Videos gibt es jetzt eine ganze Menge neue Klamotten mit den Aero News Germany Designs. Es gibt Hoodies, es gibt Langarm-Shirts, es gibt immer noch die T-Shirts und es gibt sogar Tassen. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch da mal vorbeischaut. Und dann geht heute noch ein riesen Dankeschön raus an Ramon. Vielen lieben Dank an dich, dass du mich jetzt tatkräftig und sehr großzügig auf meiner Patreon-Seite unterstützt. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin und tschüss.